Ja, hallo Leute, und heute mal wieder zu einem Spaziergevideo hier in Norddeutschland bei mir. Ihr seht schon, könnte wärmer sein, obwohl wir jetzt gerade wieder langsam Plusgrade bekommen. Also es wird am Tag schon wieder so 2 Grad Celsius, aber wenn es am Tag dann wirklich nicht wärmer wird als minus 3 Grad, dann ist das schon sehr kacke. Ich finde, man kann sich immer gegen Kälte anziehen. Das ist jetzt so kein Problem. Aber wenn nachts, und ich gehe gerne auch mal abends raus, wenn da so die Temperaturen auf minus 11 oder minus 12 Grad sind, das ist dann schon so ein bisschen unerträglich. Aber jetzt kommt gerade die Sonne raus, das sieht alles sehr schön aus. Ihr seht hier, dieser Fluss ist auch noch nicht gefroren. Ja, also klar, wenn das Wasser immer in Bewegung ist, dann friert das sowieso nicht. Aber hier fließt ein Fluss durch diese Schneelandschaft. Das sieht sehr schön aus, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Ja, ich gehe öfter mal spazieren, einfach um runterzukommen, abzuschalten und höre dabei auch Musik oder mache halt entweder mal so hin und wieder Spaziergevideos, so wie jetzt gerade. Und genau, wenn das Wetter dann auch so angenehm ist, dann kann man das auch gerne machen, auch wenn es kalt ist. Tatsächlich ist es jetzt schon wieder ein bisschen wärmer, wenn die Sonne durchkommt. Ich merke das. Ich habe einfach 2 Pullover an und so eine dicke Winterjacke. Hier, das filme ich mal für euch. Ich weiß nicht, ob man in fremde Vorgärten filmen darf. Wahrscheinlich nicht. Aber die Kutsche, die, ja, da laufe ich öfter mal vorbei. Die ist auch zugeschneit. Gut, ich weiß gar nicht. Vielleicht haben wir noch Glück und sehen irgendwie ein paar Hasen oder ein paar Rehe. Das müsste ja eigentlich auffallen hier im weißen Schnee. Aber leider sehe ich nichts mehr. Dann gehe ich einfach jetzt nochmal in mein Dorf rein und das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Und zwar hängen hier ja, diese Schuhe oder diese Stiefel an den Ortsschildern. Ja, mit der Aktion wollen die ganzen Bauern und Landwirte auf ihre schwierige Situation aufmerksam machen. Denn ja, es soll nämlich die Dieselsteuerlastung beendet werden. Und die Politiker wollen ja unbedingt die Einführung einer Fahrzeugsteuer für Landwirtschaftsfahrzeuge. Und ja, und das führte halt zu der Protestwelle der Bauern. Ihr wisst das alle, ihr habt das alles mitgekriegt. Der 8. Januar war das, glaube ich, wo sie alle auf den Straßen protestiert haben. Ich finde das absolut richtig. Das Thema haben Janis und ich auch in einem Podcast thematisiert in unserer aktuellen Folge. Hört da gerne rein. Die Folge heißt Untergang der Politik und Bauernproteste oder umgekehrt. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Auch wenn ihr spazieren geht, hört gerne unseren Podcast. Einmal hier so kostenlose Werbung einfach machen. Ja, ansonsten mache ich einfach weiter mit meinem Spaziergevideo, wobei ich eigentlich auch schon gleich zu Hause bin. Ich wollte euch hier noch was zeigen. Hier steht einmal, ich weiß gar nicht, ich lese mir das jetzt zum ersten Mal durch, kostenlose Schrottabholung. Ja, das könnt ihr euch mal durchlesen und hier unten ist eine Telefonnummer mit bei. Ja, da könnt ihr euch melden, wenn ihr zufällig in Norddeutschland irgendwie, ja, euch da anmelden wollt, Schrott abholen wollt, was weiß ich. Ja, gut. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist, ob es bei euch überhaupt geschneit hat. Manchmal stellt sich heraus, dass es an einigen Orten schneit, an anderen nicht. Das Wetter in Deutschland ist ja immer von Region zu Region unterschiedlich, aber es wird langsam hier wieder wärmer. Ich merke das gerade. Gut, wir gehen hier einfach noch ein bisschen lang und ich sehe hier noch so einen Schneemann. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, wo ich das letzte Mal Schneemänner gebaut habe, Leute, ey. Ja, aber gut, kann man machen. Ich finde, der Winter kommt natürlich wieder viel zu spät, weil an Weihnachten waren es irgendwie so 6 oder 7 Grad und jetzt kommt der Winter irgendwie erst Anfang Mitte Januar wieder. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Hier siehst du, meine Nachbarn haben hier einfach ihren Baum noch gar nicht abdekoriert. Da hängen die Weihnachtskugeln immer noch dran. Ja, wenn es anfängt zu schneien, kann man das doch machen, oder? Ich hätte es genauso gemacht, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und schaltet immer wieder gerne auf meinem Kanal rein. Und wir sehen uns.